Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part. Oh, ich habe Moon gefunden. Juhu. Metro 2033 Redux. Ja, cool. Moon kann ich immer brauchen. Ich muss sowieso mal gucken, wie das da aussieht. Im letzten Part bin ich hier mit dem komischen Wagen und dem MG-Ding durch die Gegend gehampelt. Aber mehr schlecht als recht, ne? Also das muss ich auch dazu sagen. Jetzt wollte ich mal schauen. Muss ich da noch irgendwo nachladen? Aber sieht gut aus. Jetzt muss ich nur mal gucken. Die sind da schon vorgegangen, die beiden. Ich dackel da jetzt mal hinterher. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Und alles klar bei dir. Hoffe ich doch. So. Ah, da ist was zum Lesen. Wagenkampf, Eintrag 1. Und das nennen sie einen Plan. Die Tunnelratten würden bereits an unseren Knochen nagen, wenn wir nicht wahnsinnig Glück gehabt hätten. Ullmanns Plan bestand nur aus zwei Teilen, Wahnsinn und Überraschung. Niemand von den Faschisten hätte erwartet, dass wir ihren Schienenwagen erobern. Und außerdem haben sie keinen Blitzangriff von hinten erwartet. Ich habe keine Gewissensbisse. Die Zeiten des gesitteten Krieges sind vorbei. Wenn du in den Rücken stechen musst, um zu überleben, dann tun wir hier in der Metro das, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann schlagen wir nochmal zu. Wichtig ist nur, selbst Rückendeckung zu haben. Na, wenn du das sagst, Artyom, ne? Mensch. Na, was haben wir hier denn Schönes? Davon habe ich zu viel. Wurfmesser habe ich zu viel. Ich hab mein Zeug ist voll. Das kommt, weil ich bei dem Wagenkampf gar nicht groß irgendwas logischerweise gebraucht habe, ne? Dann habe ich... Ich habe da ja nichts verloren. Aber was hat der denn da? Guck mal. Hat er so ein Knicklicht oder so im Mund? Ist ja eklig. Moment, warum hat er das... Und, hä, und warum leuchtet das... Ne, auch während das schon ein Skelett ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier komme ich nicht weiter. Ja, dann muss ich wohl hier lang. Da hinten ist auch jemand... da hinten leuchtet eine Taschenlampe. Siehst du das? Ich hoffe, das ist einer von meinen Kumpels hier und nicht irgendjemanden, den ich jetzt gleich töten muss. Ich bin noch aufs Töten mental nicht vorbereitet. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Ach, sag doch sowas nicht, Artyom. Ich hatte eigentlich auch die Hoffnung, dass das irgendwann mal ein bisschen... Ach, relaxter wird jetzt und so, ne? Und so gechillt und ich drück mal eine Taste. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Ah, ich traue dem Braten ja nicht. Aua. Oh. Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen. Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Ja. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Ah, das sind nur Ratten? Ah. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Ja, ich bin auf alles gefasst. Guck mal, da steht jemand. Ah, da steht jemand. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Artyom. Schließ die Tore. Nein, ich will den ja nicht. Vielleicht, guck mal, der läuft doch eh weg. Dies ist der Start. Oh. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, ja genau. Ja, ja. Stirb du! Ja, ich bete mal, dass wir nicht stehen bleiben. Alter, ey. Ja, Mensch. Ist doch auch mal was wert. Von einem Action in die nächste, ne? Ich sag es dir, hier kommst du überhaupt nicht zum Durchatmen. Oh! Oh, das ging aber... Was war... Huch! Ich hab nicht mal... Ja. Okay. Das war irgendwie nicht so schön. Ja. Ja. Ich bin auf alles gefasst, immer noch. Ach, könnte ich mal...
So. Dies ist der Start. Jetzt. Okay. Oh Gott, ey. Alter, das ist echt ein bisschen lästig, ne? Okay. Den noch? Alter, Verwalter, ey. Das ist überhaupt nicht schön. Das ist total doof. Aua. Oh ja, ich sollte vielleicht auch nach vorne gucken, ne? Ich, oh Gerd, jetzt habe ich da so ein Rohr vom Kopf gekriegt. Ja, meine armen Nerven. Viecher. Ich hab dann Viech laufen sehen. Ich hab's genau gesehen, ey. Oh, nein. Oh, Mann, ey. Oh. Dranbleiben? Wo soll ich denn dran? Ich sehe überhaupt nichts. Könnte ich mal nachladen, bitte? Danke. Oh, na, viel Schuss habe ich ja nicht mehr, ne? Habe ich auch ganz schön rumgeaßt hier. Puh. Ja, naja. Oh, ey. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Hallo. Ich brauche mal einen Arzt. Nee, das ist irgendwie alles gar nicht so schön hier. Das ist auch gar nicht gemütlich. Irgendwelche Fliegen. Oh, da ist auch was gehuscht. Ich habe das genau gesehen. Das ist darüber gehuscht. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Ja, nicht gut. Irgendwie. Finde ich. Oh Gott. Sind alles so eine Viecher-Mutanten-Dinger. Das finde ich assi. Ja, prima. Oh. Alter! Losaris, töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Wurden. Ah, stirb. Oh Gott, das sind aber auch wieder viele hier. Nee, ich sag es dir. Ich sollte vielleicht mal aufs Messer wechseln. Das wäre eine ganz gute Idee. Von wo haut mich denn jetzt hier noch eins da? Alter, sind die lästig. Oh Gott. Hallo, ich kann nichts machen. Oh nein. Hallo? Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Finde ich total doof. Ah. Einer, so schnell kann ich doch nicht Maus 3 drücken hier. Au, oh, 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 oh. Na, bravo. Gott im Himmel, meine armen Nerven. Ja, toll. Und jetzt stehe ich hier. Könnte mal bitte gespeichert werden zwischendrin? Fände ich total toll. Ah, danke, ja. So. Dann schaue ich jetzt hier erstmal mich um, oder wie? Ja. Na, da geht's nicht lang, ne? Von da bin ich ja gekommen, aber ich habe gedacht, vielleicht liegt da noch irgendwo was rum. Ne, hier ist auch nichts weiter. Ah, doch, hier, guck mal. Ja, prima, das ist doch was. Da ist sonst nichts weiter drin, ne? Ne, alles klar. Nachladen vielleicht mal. Ist alles gut. Ach, so. Und ja, da habe ich keine Moon. Dann nehme ich jetzt hier meine Pistole. Ne, da unten will ich aber nicht rein. Gibt es da irgendwas? Kann ich da rein? Ich guck da mal.
Ja, da kann ich lang, auf jeden Fall, ne? Guck mal. Ist ja gruselig. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Ha. Klingt ja ganz einfach. Mach ich doch. Ganz easy cheesy hier. Ekelig. Das ist echt eklig. Was sind das? Spinnen und... Oh, nee, du. Ja, das kann ich nicht mitnehmen. Ja, prima. Oh Gott, ey. Nee, das finde ich echt überhaupt kein bisschen schön hier unten. Alter, und hörst du die Geräusche? Oh oh. Oh Gott. Da ist so eine Alarmanlage, das sehe ich. Das ist die Frage, kann ich da drunter weg? Ah, nee, da muss ich mich hier so an der Seite lang hangeln. Achso, ich könnte ja auch mal meine Lampe anmachen. Oh oh. Sind die nett zu mir? Ja. Hallo? Ein Mensch, aber wie? Komm her, schnell! Ja, ich komm her, schnell. Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Ja. Sprich mit dem Hauptmann. Wir sind alle ich stecke dich tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Ach, ich steck tief in der Scheiße. Nee, sag an. Du, ich hab mich hier gerade durchgekämpft. Wenn ich nicht tief in der Scheiße stecken würde, würde mich das auch viel mehr wundern. Ich will doch nur gucken, ob ich hier irgendwo was übersehen habe vielleicht noch. Außer den hässlichen Tieren. Den hässlichen Mutanten. Nee, sieht aber nicht danach aus. Dann... Ach Mensch, du. Aber hier ist jetzt erstmal... Durchatmungszeit, ne? Schönen guten Tag. Hoffe ich doch. Darf ich durch? Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Na, das ist ja nett. Wo ist denn das Lager? Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten... Nimm die übrige Munition aus dem Lager, will er mich verarschen. Wo denn? Das wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Ah, hier. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Ah, ja, genau. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Ja, zeigen wir diesen Freaks für echt. Oh, Gärtner, die sind ja hochmotiviert hier. Ich bin da nicht so ganz motiviert. Die sind jetzt in der Nähe. Geh nicht mehr. Ruhig bleiben. Oh, oh. Ja, können wir nicht einfach gehen? Wäre vielleicht einfacher, ne? Die kommen bestimmt da oben auch aus den Rohren raus und... Alter, was ist denn hier los? Oh, oh. Huch. Aufstehen! Alle in Ordnung? Ja. Wir haben Verluste! Ja, wir haben Verluste. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Aber was ist denn hier passiert überhaupt? Was war das denn? Verdammt, 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 verdammt! Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Das war ja echt merkwürdig. Oh, oh. Wir sind alle erledigt. Ach, Quatsch. Kämpft, ihr Feiglinge. Genau. Kämpft, ihr Feiglinge. Aber ich kämpfe es im nächsten Part. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du morgen auch wieder einschaltest. Und sag bis morgen. Ciao, ciao.